Guten Morgen, heute ist der 11.10. Wir haben den Tag begonnen, sind heute Morgen am Kochen, weil wir haben kein Essen mehr. Wir haben gestern keine Baguette und kein Brot bekommen in dem Konsum, wo wir waren, sondern haben nur ein paar Brötchen bekommen. Und die haben wir natürlich im Laufe des Tages, es waren ja nur 6 Stück, alles aufgegessen. Und Haferflocken sind auch so gut wie alle. Also machen wir heute eine schnelle Sache mit China-Nudeln, ein paar Oliven, Hackfleisch-Käsesuppe und Champignonsuppe in einem. Also irgendwie sowas ganz Schnelles. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ja. Ist halt so, es dauert nicht lange, muss man nicht viel machen und es ist was im Bauch. Und heute heißt es erstmal weiterfahren. Die Küste entlang Richtung Algarve natürlich, also da lang. Es geht immer nur da lang. Und jetzt heißt es, sich auf die Tage vorbereiten, die halt vor uns stehen. Das heißt also, die Regentage treten ein. Es wird kühler, es wird nasser und wir sind noch nicht vorbereitet. Also müssen wir dafür jetzt erstmal eine Lösung finden für die paar Tage. Also erstmal ist eine Woche Regen angesagt. Also soweit jetzt erstmal, heißt ja nicht, dass es durchweg regnet, aber erstmal wird es eine Woche nass. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie war das denn, weil wir werden nicht im Regen fahren, plötzlich im Starkregen. Und es bringt auch nichts, wenn wir ständig nass sind und es nicht trocknet, dann haben wir davon auch nichts. Also müssen wir mal gucken, wie wir das alles überbrücken, auch mit den Strom, denn wird natürlich sehr, sehr schwierig, weil im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir gut Strom sammeln. Elli, ihr Handy ist ja ständig an der Solarzelle dran, ne? Aber es hat nicht geladen, weil das Kabel kaputt war. Also Elli ist immer irgendwie bei nur 60% irgendwo hängen geblieben. Und gestern habe ich dann mein Handy mal angeschlossen und das Kabel ist kaputt. So, jetzt haben wir schon 2 kaputte Kabel. Ist natürlich nicht so optimal. Müssen wir mal sehen, weil wir haben ja nicht mehr so viele Sonnenstunden. Die Sonne ist ja eine gewisse Zyklen, fährt sie ja hier rüber, aber die ist halt sehr, sehr flach. Und es ist nicht mehr so, dass wir auf den Bergen sind bei 1200 Meter Höhe, wo wir gute Sonnenenergie hatten, sondern jetzt sind wir hier in einem flachen Land, also nicht flachen Land, das ist ja nicht, aber die Sonne geht hier in einem flachen Winkel lang und man muss die Solarzelle gut ausrichten, damit man halt ein bisschen Power kriegt. Fürs Handy reicht's noch, für die Solarzelle dauert halt ewig lange, bis sie voll ist, also unsere Akkus und müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie jetzt hier regelt kriegen, dass wir da unsere Vorräte ein bisschen alle frisch machen und mal schauen. So, also jetzt heißt erstmal kurz Essen machen und dann werde ich natürlich noch eine Menge Lichter lesen und hoffe, dass es euch gefällt. Aber Hunger geht vor. So viel ist klar. Wir müssen erstmal was essen und dann sehen wir uns nachher wieder. Also, danke, dass ihr dabei wart oder dabei seid und wir sehen uns später wieder.